Ja, hallo, herzlich willkommen. Wir sind hier in großer Stärke aufgetreten. Warum machen wir das? Ich wollte ein bisschen einführen in das Thema, über das wir jetzt die nächsten 30, 40 Minuten sprechen wollen. Und dann sind meine beiden geschätzten Kollegen oder der Martin Wilke von HZ und der Christian Weiland von MyView möchten dann sozusagen mal live am System etwas zeigen. Wir haben ja gestern und heute schon sehr viel Visionäres teilweise gehört, was mit KI alles funktioniert. Wir haben Integrationskonzepte gesehen, wie Systeme miteinander sprechen. Und wir haben uns gedacht, wir gehen mal vielleicht einen Schritt zurück und gucken mal, wie funktioniert denn Katalogproduktion mit Print Comet und einem PIM-System, in dem Fall dem von MyView, jetzt wirklich im Detail. Und wir würden Ihnen gerne das mal live zeigen, wie so ein Seitenaufbau von einem Hauptkatalog, der Martin Wilke wird es gleich nochmal zeigen, nun wirklich funktioniert. Wir werden nicht die, 500 Seiten hier setzen, weil so schnell ist es dann wohl irgendwie doch nicht. aber vielleicht haben wir ein paar interessante Einblicke, wie wir das machen, was wir für Konzepte verfolgt haben. Vielleicht kann der ein oder andere oder die ein oder andere da was von mitnehmen und würden uns freuen, wenn Sie sich gut informiert fühlen, wenn Sie nachher den Raum verlassen. Vielleicht ein paar Worte zur MyView. Wir sind also ein PIM-Hersteller, kommen aus dem Herzen Ostwestfalens, sitzen in Büren in der Nähe von Paderborn. Uns gibt es auch schon relativ lange. Seit 2004 beschäftigen wir uns also mit der Organisation von Ihren Produktdaten und natürlich auch der Veröffentlichung dieser Produktdaten. Wir haben da zwei Kernprodukte, das ist das PIM-System X-Media und dazu gehört das XOM, also Abkürzung können wir auch ganz gut. XOM immer die Komponente, wenn es um den Plattformgedanken geht, wie kann ich Daten integrieren, dann kommt das ins Spiel. Ganz viel mehr möchte ich zu unserem Unternehmen auch am Anfang gar nicht sagen. Was machen wir? Naja, das, was jedes PIM-System macht, wir sammeln Daten und versuchen die zu publizieren, in Kanäle zu verteilen und da immer die richtigen Daten natürlich zur Verfügung zu stellen. Und wir haben hier mal so drei Kerngebiete für uns rausgestellt, wo wir meinen, das sind so drei Säulen, wo man sich mit beschäftigen muss auf jeden Fall. Wir haben sehr viele Standard-Exportformate, die wir können, also um Portale zu versorgen, die für unterschiedlichen Händlerportale und Marktplätze, sei es einen Gap-Export, sei es ein Daten per eTeam oder eClass weiterzugeben, dann im BME-Card-Format oder auch so Spezialformate wie Relux, Dialux für die Leuchtenbranche, so Planungsdaten weiterzugeben und natürlich die zweite Säule, die Daten in Apps zu integrieren, sei es ein Online-Katalog, sei es ein Shop, sei es eine Vertriebs-App, die Sie intern erzeugen wollen, ist ja nichts Neues, das machen wir auch. Und wo es heute drum gehen soll, Thema Printpublikationen, Templates und Regelwerke. Da haben gerade ich und also Christian macht das fast ausschließlich bei uns. Ich habe mich da die letzten Jahre auch lang mit beschäftigt, wie man jetzt schön, sinnvoll, effizient Daten so vorkonfigurieren kann, dass sie zum Beispiel mit Print Comet dann auch aus unserer Sicht einfach verarbeitet werden können und sie schnell zu dem Ergebnis kommen, einen Katalog, eine Broschüre, einen Flyer, was auch immer zu produzieren. Da gibt es natürlich unterschiedliche Ansprüche für die unterschiedlichen Medien. Da tauchen wir gleich noch tiefer rein. Aber vorher darf ich den Staffelstab an den Martin weitergeben, der ein bisschen was zum Projekt und zum Unternehmen HZ erzählt. Ja gut, Martin Wilke. Ich bin seit 1991 bei einem mittlerweile 155 Jahre alten Unternehmen. Wir sind ein Hersteller von Qualitätswerkzeugen, ein Premium-Hersteller und haben seit 1996 ein PIM-System schon im Einsatz. Ich erzähle aber ganz kurz mal eben noch etwas zur Firma. Wir haben vier Werke in Deutschland, 5.500 Produkte für die Marke HZ plus ein Tochterunternehmen mit nochmal 3.800 Produkten, glaube ich. Wir haben einen sehr hohen Eigenfertigungsanteil von ca. 75% made in Germany. Die restlichen Sachen, wie viele Messen und so, das habe ich von unserer Standardfolie übernommen. Das braucht eigentlich keinen so interessiert. Was es eigentlich geht, ist halt eben diese PIM-Datenbank. Wie gesagt, seit 1996
kam unser damaliger EDV-Leiter auf die Idee, ja, wir müssten das Ganze vielleicht mal automatisieren. Natürlich vorher alles ganz traditionell in Quark Express gesetzt und das dann natürlich jedes Mal händisch. Und 1996 wurde dann ein Dienstleister engagiert, der diesen Katalog, den man da sieht, in digitale Daten umgesetzt hat. Dieser Dienstleister wurde dann auch beauftragt, diese Daten dann wiederum in einen Katalog zu übertragen, also dass wir dahinter ein Quark Express Dokument rausbekommen. Und normalerweise kommt der am 1.1. des Jahres raus, da der nicht. Da kam dann irgendwann der Geschäftsleiter zu unserem damaligen Marketingleiter und sagt, wir bräuchten den jetzt langsam mal. Das war dann 3 Monate zu spät. Das dürfte wahrscheinlich jedem bekannt vorkommen, der in dieses Thema einsteigt. Jetzt sind wir halt eben doch ein bisschen weiter. Die damalige Datenbank haben wir 2002 haben wir einen Nachfolger gesucht und dann haben wir mit vielen, vielen Wettbewerbern irgendwann die Firma MyView rausgefunden. Und Thomas hat das ja gerade eben schon gesagt, das war damals ein sehr, sehr junges Unternehmen. Also wir sind wahrscheinlich eine der allerersten Kunden bei MyView gewesen. Ja, ich glaube, HZ hat die Kundennummer 3. Ne? Und was aber ganz, ganz wichtig ist, wir sind nach wie vor dabei. Also wir haben diesen Schritt nie bereut. Die Firma MyView hatte als wirklich alle Anforderungen und wir haben wirklich sehr, sehr viele Anforderungen sehr zuverlässig erfüllt und wir setzen gerade halt eben, Thomas hat das gesagt, in die nächste Ausbaustufe mit MyView XOM, das heißt, der nächste Online-Katalog geplant ist er fürs zweite Halbjahr, wird dann halt eben auch auf dieser Technik basieren. 2003 wurde dieser Katalog generiert, ausgeliefert. Wir hatten 1996 circa 3000 Artikel, mittlerweile sind wir da noch ein bisschen mehr, 5500 Katalogartikel. Der Katalog wird in 11 Sprachen, oder wir pflegen 11 Sprachen tagesaktuell und der Katalog ist natürlich immer nur so ein quasi Abfallprodukt. Also das, was wir vorher gesagt haben, das ist das Hauptprodukt, ist es jetzt halt eben eher das Abfallprodukt, weil wir es halt eben in einer neutralen Datenbank, medienneutralen Datenbank pflegen. Und das SAP-System und MyView zusammen sind die zentralen Datentools, wenn es darum geht, unsere Daten in irgendeiner Weise, wie Thomas sagte, BME-CAD, in zig verschiedenen Formaten auszuleiten. Ich müsste jetzt nachgucken, wir haben mittlerweile über 600 Jobs, die im MyView Job Control Center monatlich laufen. Das muss man sich einfach mal auf der Zunge zergehen lassen. Das sind vollautomatische Prozesse. Da greifen wir nicht mehr ein, höchstens wenn halt eben irgendwo es mal hakt und das tut es so gut wie nie. Der aktuelle Katalog, um den es heute geht, hat in der 2023er Version 536 Seiten. Wir haben ca. 30 Sprach- und Preisvarianten. Wir haben nicht nur die reinen Produktseiten, sondern wir haben halt auch sogenannte Vorschalt- oder Einschaltseiten, also werbliche Seiten. Deren Texte kommen komplett ebenfalls aus MyView raus. Und wir schätzen, dass wir bei einigen Seiten, nicht bei allen, das wäre gelogen, dass wir bei einigen Seiten einen Automatisierungsgrad von 99% erreicht haben. Und das ist bei den ganzen Sonderwünschen, die halt eben immer an uns herangetragen werden, doch mittlerweile recht hoch. Dann nur noch zur Info, InDesign, die InDesign-Datei hat 15 Ebenen und vom Redaktionsschluss bis zum fertigen Produkt, bis zur Auslieferung des Kataloges gedruckt, vergehen 4 Monate. Diese 4 Monate sind geschuldet mit Korrekturläufe, die Druckerei braucht ca. 1 Monat für das Ganze. Also es ist mittlerweile ein sehr hocheffizienter Prozess und ich glaube an der Stelle, darf ich an den Christian überweisen? Ja, vielen Dank. Genau, jetzt kommt der spannende Teil, weil wir haben gesagt, Präsentation ist ja auch irgendwann langweilig. Jetzt gucken wir uns an, wie das live hoffentlich funktioniert. Christian zuständig. Also das könnte ich vielleicht auch noch sagen. Ich kenne natürlich diese ganzen Präsentationen, wo dann aus Zauberhand mal eben irgendwas exportiert wird und dann wird eine Seite fertig, erscheint die auf einmal da. Nee, also das, was Christian jetzt gleich zeigt, ist live.
Genau. Einmal zu meiner Person. Ich arbeite seit 2015 bei der MyView, bin dort in der Projektabwicklung tätig und bin für automatisierte Satzdokumenterstellung gerade mit Printkomet zuständig und weiterhin auch FOP, also Datenblattgenerierung über einen FOP-Prozessor und halt InDesign JavaScript. Das ist so, ja, mein Steckenpferd einfach. Und man wird auch ziemlich viele InDesign-Skripte sehen, weil der Katalog ist halt nicht, also der wird manuell umbrochen. Das wird auch dem geschuldet. Sonderlocken. Genau, Sonderlocken. Halt alles zusammengequetscht, in Anführungsstrichen, will ich mal nicht so hart sagen, aber natürlich platzsparend gearbeitet. Und daher ist da auch ein höherer Automatisierungsgrad ja schwer denkbar. Vielleicht, wenn die KI noch ein bisschen besser wird, wie wir ja auch gehört haben, was sie schon alles kann, vielleicht werde ich dann irgendwann dadurch abgelöst. Ich hoffe es mal nicht. Nein, natürlich. Ich verbinde mich mal mit unserem Print-Server. Das ist eine Eigenentwicklung von uns. Da schmeißen wir quasi XML-Dateien rein aus unserem PIM-System. Und die kann ich dann hier auswählen. Und dann habe ich hier quasi Produkte, die ich sehen kann. Ich baue jetzt einfach mal eine Seitenstrecke auf. Also ich öffne mir eine Musterseite. Will mal ein paar Produkte aus. So. Und bauen hier einfach mal auf. So, jetzt hoffen wir mal, dass er durchläuft und nicht abstürzt. Die letzten Male hat es immer funktioniert. Da ist es jetzt halt wirklich so, es geht recht zügig. Man sieht, es kommen auch Tabellen raus, vorgefertigte, auch kompliziertere Tabellen. Und das haben wir ganz klar getrennt. Also gestaltet wird in InDesign, das ist ja auch unser Titel, die Tabellen sind vorgerechnet. Deswegen arbeiten wir auch nicht mit einer Live-Abfrage an unser System, sondern da haben wir Bausteine, da kann man Tabellen konfigurieren. Man kann sagen, ich möchte Produktdaten mischen mit dem Zubehör oder Artikeldaten, also Zwischentexte und so weiter. Das können wir uns gleich mal im Detail angucken. Und ich bekomme quasi die Struktur wirklich aus dem System geliefert. Hier sieht man. Oder hier ist eine mit einer Stückliste drin. Oder mit einem Artikeltext, der dann halt wirklich nur zu diesem Artikel darunter gehört. Die Struktur kommt wirklich aus unserem System. Und das ist eine echte Stückliste, die dahinter ist. Genau, das gucken wir uns gleich auch im System mal an, bei einer großen Stückliste. Und das wird alles quasi mit einem Template aufgebaut. Und das Template gibt einfach nur das Design vor. Ich öffne mal das Template dazu. Das muss das zweite sein. Da sieht man es eigentlich. Und das ist das, was ich nur noch in InDesign machen muss. Vielleicht einmal genau, Thomas, kurz zur Struktur in unserem System. Genau, wir haben ja immer den Schmerz, wir haben ganz viele Produktdaten gesammelt und die sind sehr gut und sehr richtig. Jemand hat die freigegeben und dann sagt so jemand wie der Martin Wilke oder seine Produktmanager, so, mach uns mal eine Tabelle, die wollen wir gruppiert in irgendwas haben. Dann sollen da mal diese drei technischen Daten drinstehen, beim nächsten Mal sonst 10 sein und es soll immer schön aussehen. Das wie schön auch eine technische Tabelle aussehen kann. Genau. Das ist ja vielleicht so, also um das mal so zu sagen, das ist natürlich ein technischer Katalog, wo man auch technische Parameter braucht. Gestern haben wir uns über Strümpfe und Strumpfhosen was angeguckt. Das ist vielleicht ein bisschen anschaulicher, wo man ein bisschen mehr, ja, gestalten kann auf so einer Katalogseite. Das ist bei Schraubenschlüsseln vielleicht nicht ganz so im Fokus. Da geht es eher darum, herauszufinden, was ist denn das Sortiment, passt das in meine Werkstatt und sind da die Dinge drin, die ich brauche. Und um das zusammenzufassen, wir hätten jetzt ganz viele Tabellenlogiken mit dem Tabellenkonfigurator von dem Kometen auch entwickeln können. Wir haben aber gesagt, nee, wir machen das andersrum. Das ist noch eine Komponente, weil hier geht es um das Sammeln von Daten. Das ist aus unserer Sicht die Hoheit des PIM-Systems, das ist auch das, was wir gut können. Wir wissen den Kontext, aha, hier ist ein Artikel, an dem Artikel ist Zubehör verknüpft oder 5 Artikel, die noch zu einer Gruppe gehören, haben irgendeine gleiche Eigenschaft, die kann ich gruppieren, sodass wir da sozusagen so, wir nennen die Content-Definition, konfigurieren können, welche Informationen will ich eigentlich von welchem Artikel ausleiten. Unter anderem, wie der Christian das schon sagte, gibt es auch so quasi die grob vorgerasterten Tabellen, die an das Print-Komet übergeben werden. Und das ist das Sympathische auf der Gestaltungsseite, dass wir dann quasi mit diesem einem Template
fast alle Tabellen darstellen können. Die Tabelle sieht ja relativ klein aus. Die hat also sozusagen verschiedene Bereiche. Da gibt es so Matrixspalten, also da kann man so Kreuztabellen mitbauen. Dann gibt es einen Bereich, wo einfach technische Daten offensichtlich mit ausgegeben werden können. Und ganz rechts steht sowas wie Preiskopf. Aha, das wird dann wohl die Spalte sein, wo die Preise nachher auftauchen. Und in den Zeilen sieht man Group 1 bis 3 und unten, ganz unten steht Data. Das sind so sozusagen die Formatvorlagen jetzt im InDesign gestaltet. Wenn ich einen Marker kriege in unserem Export, ah, du bist Group 1, dann nimm halt da diese Referenzzeile und nimm die, um die Daten da reinzusetzen und so weiter. So kann sich das in die Zeilen, also in die Höhe expandieren und in die Breite. Und wir haben quasi, das müssen Sie uns jetzt glauben, eine relativ einfache Tabelle. Da wiederum hängt natürlich eine Gestaltungsregel oder ein Skript dahinter. Aber wir haben das genau einmal. Und das ist das, das müssen Sie uns jetzt auch erstmal glauben. Wir liefern also die Möglichkeit, dass Sie diesen Content konfigurieren können bei uns im System. Das da einfach mit drin. Und wir liefern ein Standard-Komet-Projekt mit aus, wo, ich sage jetzt mal, 20 Textplatzhalter, 20 Bildplatzhalter und 10 Tabellenplatzhalter drin sind. Also wenn Sie das bei uns über uns beziehen, können Sie damit starten und ich sage mal, 90% der Kunden kommen da echt weit mit. Die müssen natürlich verstehen, wie das zusammenhängt. Aber wir haben nicht so einen riesen Ramp-up, erstmal zu überlegen, oh, was müssen wir für Platzhalter programmieren und wo kommen denn die Daten her, sondern wir versuchen das immer in der gleichen Form unseren Kunden schmackhaft zu machen und ich finde, wir sind da ganz erfolgreich. Ja. Ist dann natürlich sehr generisch, das ist halt ein Nachteil da dran. Die heißen dann Text 01, aber ich packe das Projekt rein, habe direkt die Platzhalter, ich nehme Textrahmen, packe einen Text rein, markiere das und sage, gut, du bist Text 1 und es ist mit den Daten verknüpft. Bei einer Tabelle ist es ein bisschen komplizierter. Ich baue eine Tabelle, das ist eigentlich dieser Bereich, kann man es markieren, das ist doof, weil es eine Kopfzeile ist. Also ohne die erste Spalte und ohne die erste Zeile. Das ist quasi mein Gestaltungsbereich. Ich baue einfach eine Tabelle, wie es aussehen soll, mit Formaten etc. Und die erste Zeile ist eine Steuerungszeile und die erste Spalte auch. Also sprich, kommt jetzt bei uns ein Merkmal raus, das als Feature gekennzeichnet ist und steht in einer Data-Zeile, dann nimmt er genau diese Gestaltung für diese Zelle. Und so ist es dann mit allen Zellen da drin. Und so kann ich halt wirklich eine Tabelle komplett durchgestalten. Also die ist jetzt auch hier. Die kommt quasi wirklich 1:1 so raus. Da ist jetzt noch eine Gestaltungsregel dran, die sagt, ja gut, passt noch bestimmte Spalten an den Textrahmen, also an die Breite des Textrahmens an, aber sie kommt so da raus. Gut, natürlich, da flattert noch ziemlich viel, das kommt dann später, da haben wir leider keine Gestaltungs- oder noch keine Gestaltungsregel für. Aber man kann ja schon mal damit arbeiten, würde ich behaupten. Genau, jetzt, wenn wir Martin Wilke glauben, hat er ja auf der letzten PowerPoint-Folie gesagt, um 99%, wir sind ja fertig. Liegt natürlich im Auge des Betrachters. Ja. Der Umbruch ist jetzt halt so, wie er ist. Es werden immer ganze Blöcke in diese zwei Spalten gepackt. Und jetzt ist aber HZ natürlich auch ein sparsames Unternehmen und sagt, nee, das wollen wir aber noch optimieren. Und jetzt leben wir in dem Spannungsfeld, lassen wir das vollautomatisch optimieren oder lassen wir da noch jemanden drüber gucken, nämlich Christian. Und was kann der da noch machen? Und da kommt halt dann sozusagen die Mächtigkeit der InDesign-Skripte ins Spiel, dass wir Hex. Genau, dass Christian da noch verschiedene Skripte gebaut hat, um jetzt halt das Finishing, also den Umbruch, den wir, wie gesagt, aus verschiedenen Gründen manuell machen an der Stelle, einfach zügig optimieren zu können im täglichen Leben. So. Ich gehe einmal hier so ein bisschen auf die Probleme ein. Das eins hatte ich gerade schon gesagt, die flattern halt, die Zahlen. HZ hat natürlich den Anspruch, dass das am Komma zum Beispiel ausgerichtet ist. Oder hier ist auch eine Spalte, da ist irgendwie Textüberlauf drin. Ja, dann ist hier so ein Sortiment, das sieht nicht schön aus. Das ist jetzt einfach ein Aufbereitungsskript, was ich nach dem Aufbau einmal drüber laufen lasse. Und da sind dann genau solche Sachen halt drin. Jetzt die Spalte schon mal da. Und jetzt sieht man auch hier, es ist ausgerichtet. Und es ist... ja, es ist schon intelligent ausgerichtet. Also die Spalten sind optisch gleich. Also sprich, er guckt hier wirklich, was ist hier der größte Raum und verteilt die dann auch so. Und die sind recht ausgeglichen dann, die Tabellen. Was er auch gleichzeitig tut, er taggt den Preis mit einer Bedingung.
So habe ich dann jetzt auch schon die Version ohne Preise, theoretisch. Es geht auch später weiter, es gibt auch Skripte, da kann ich Preise mit eintauschen. Das mache ich nicht mit Komet, einfach wegen den bedingten Texten. Es gibt zum Beispiel auch Deutsch mit Schweizer Franken. Dann wird halt eine zweite Bedingung erzeugt und ich kann dann umblenden. Ich kann sagen, ja, jetzt möchte ich Euro oder ich möchte ohne Preise oder ich möchte Schweizer Franken. So habe ich dann eine Ebene, wo ich schon mal drei Preisversionen drin habe, die ich einfach durch Umblenden von Bedingungen quasi erzeugen kann. So. Jetzt wollte ich einmal zeigen, ja, wie umbricht man das? Wenn ich das jetzt komplett händisch machen würde, würde ich, glaube ich, ziemlich lange brauchen. Ich gehe dann halt her, ja gut, man muss natürlich ein bisschen schieben. Ich meine, das habe ich auch gelernt und das macht mir natürlich auch Spaß. Deswegen ja, machen wir das einfach mal ein bisschen. Ich verschiebe das. Und dann habe ich so zig Skripte, da stehen hier so Befehle hinter. Also sprich, kann man ja einfach Tastenkürzel drauflegen. Macht natürlich bei der Arbeit auch Sinn. Das ist jetzt zum Beispiel, jetzt sind alle Artikel dieser Seite gruppiert. Und dann kann ich die auswählen und könnte jetzt hier zum Beispiel sagen, sammeln mir das mal in der Spalte, dann habe ich die schon mal untereinander. Dann gibt es sowas, das ist jetzt so ein HZ-Spezialfall, deswegen machen wir es händisch. Der Artikel passt jetzt da unten nicht rein. Jetzt könnte man da einen Füller reinmachen, aber wenn ich das 100 Mal mache, dann hat der Katalog keine 500, wie viel sind es? 36, sondern wahrscheinlich 800 Seiten. Wenn ich da überall Füller reinmache, glaub mal. Deswegen gibt es da halt auch Skripte, die mich dabei unterstützen, sowas zu umbrechen, quasi. Ja, jetzt mal kurz gucken. So. Dann wird quasi der Kopf oben einmal wiederholt, die Tabelle wird rumgenommen, hier unten kommt so ein. Ist jetzt nicht das Allerschönste, aber ist halt zweckmäßig. Ist halt auch so gewünscht, ja, das ist um so ganz viel gewünscht. Platz zu sparen. Und dann wird es halt so weitergehen. Ich gruppiere mir die von der Seite, hole mir den vielleicht noch rüber mit dem Skript. So, jetzt sehe ich, ja, Seite könnte passen. Hebe ich hier mal die Gruppierung auf, da hebe ich sie auch einmal auf. So, jetzt müsste ich zum einen natürlich noch ein bisschen ausgleichen, da ist ja noch ziemlich viel Raum. Dann sage ich, ja gut, den möchte ich vielleicht ein bisschen größer, ja. Man wird jetzt keinen Schönheitspreis auf die Schnelle mit gewinnen. Mal so. Und jetzt könnte ich sagen, ja, das könnte schon mal ganz gut passen. Jetzt gibt es noch einen Spezialfall bei HZ. Doppelte Gruppen und doppelte Überschriften werden ausgeblendet, auch um Platz zu sparen. Also sprich, hier habe ich zweimal die Gruppe 450N und zweimal einen Doppelmaulschlüsselsatz als Überschrift. Da gibt es dann natürlich auch ein Skript für. Genau. Müssen wir eben kurz gucken. Doppelte Bezeichnung. Steve Jobs, der sagte, es gibt für alles eine App. Christian hat für alles ein Skript. Genau. Dann sieht man schon, das ist ausgeblendet hier und da oben ist auch einer. Und dann müssen die noch verteilt werden. Und da ist die Regel, dass zwischen den Artikelblöcken immer 3 mm sein sollen. Und da ist es eigentlich dasselbe Skript und jetzt steht die Seite soweit. Also jetzt habe ich, das wird dann unterhalb des Bildes, oberhalb des Bildes verteilt und ja. So könnte ich fast damit leben. Jetzt würde ich vielleicht noch ein bisschen hin und her schieben, aber so wird so ein Seitenaufbau funktionieren. Und wenn man da einmal drin ist, dann geht das auch recht fix. Zumindest bis man zum Kapitelende kommt und sieht, ich bräuchte noch einen Artikel, den ich irgendwie da hinschiebe oder dann nehme ich einen Füller und packe vielleicht noch eine Seite vorher. Das ist halt dieses händische Getanze, was man immer hat. Aber also wenn es schön aussehen soll. Wenn es einigermaßen schön aussehen soll, dann macht man das, genau. Man lebt ja immer ein bisschen im Spannungsfeld, die klassische 80-20-Regel. Also 80% habe ich jetzt automatisiert, die Daten stimmen und stehen so. Und für die letzten 20%, also im Prinzip ist ja viel davon schon algorithmisch abbildbar, was der Christian jetzt ja in seinen Skripten gemacht hat, könnte ich das auch versuchen, beim Satz sofort immer damit reinzupacken. Aber dann habe ich nachher echt komplexe Regeln und wenn ich an irgendeiner Schraube drehe, macht schnell mal Piff und es passieren Sachen, mit denen man nicht gerechnet hat. Und im Endeffekt ist HZ oder Christian oder beide so einfach schneller. Das hat sich einfach als die effizienteste Art des Finishing für diesen Fall rausgestellt. Können wir auch gleich mal Zahlen zu sagen. Müssen Sie uns dann natürlich glauben, aber ich habe sie nachgeschaut. So wäre man halt ziemlich fix mit einer Seite fertig. Und dann gehen wir jetzt mal davon aus, das ganze Werkzeughandbuch ist gesetzt. Es geht in Korrektur, es wird korrigiert und dann wird gesagt, gut, das wird jetzt so eingefroren. Jetzt kommen Sprachen rein.
HZ hat den großen Vorteil, dass zyklisch diese Daten auch immer übersetzt werden. Also die haben, glaube ich, monatlich oder zweiwöchentlich geht das raus, automatisch aus dem PIM ins Translation Management System, Cross hat HZ im Einsatz. Und da ist halt auch Job Control Center, wird ausgespielt, kommt automatisch in Across an, da wird es übersetzt, zurück, Hot Folder, zack, ist es wieder im System. Dadurch ist der Stand natürlich recht aktuell. Also wenn es eingefroren wird, wird einmal noch ein Knopf gedrückt und da wird ein Delta ausgespielt, dann sind die letzten Korrekturen vielleicht noch zu übersetzen oder mal eben wieder ein ganzer Artikel, den noch irgendein Produktmanager in letzter Sekunde da reingeschoben hat. Aber es geht recht fix. Also dann kommen die ersten Übersetzungen nach, weiß ich nicht, 3 Tagen, 4 Tagen, können wir eine Ausleitung in Englisch oder Französisch machen und dann werden Sprachen gesetzt. Hierbei ist es Schwarzwechsel, also sprich alle Sprachen in einem Dokument. Es wird halt wirklich nur mit dem Schwarz gearbeitet. Deswegen ist es auch so gesetzt. Also wir haben jetzt hier wirklich nur die deutschen Inhalte und keine Farben mehr. Und dann ist es so, wir machen eine Ausleitung aus dem System. Ich sage noch, ja, welche Platzhalter wollen wir tauschen? Da hat man natürlich dann hier so eine Gruppe. Ja, das wollen wir tauschen. Und dann wähle ich hier einfach statt DE mal Französisch aus. Und dann versuchen wir mal, ob das funktioniert. Wählen wir natürlich auch die Ebene aus. Und tauschen da mal Französisch rein. Das geht ja recht fix. Dank Komet. Und das war's. Und die Seite steht. Also ich sag mal, ich tippe, es gibt immer Seiten, da funktioniert das nicht unbedingt, weil ich ein bisschen falsch gedacht habe. Aber wenn man das ein paar Jahre gemacht hat, kriegt man ja auch ein Gefühl, wie lange läuft eine Sprache. Und hier ist genauso, die werden halt angepasst, die Textrahmen an der Textlänge. Die Bilder umfließen, deswegen passt das meistens ganz gut. Und jetzt hat man quasi eine zweite Sprache. Mit dem Rechner weiß ich nicht. Ich weiß, mit meinem alten Rechner, der war aber auch deutlich langsamer, für so eine Sprachversion brauche ich 8 Stunden. Also rein Produktseiten würde ich sagen, mit drüber gucken 4 Stunden. Aber Inhaltsverzeichnis ist noch ein bisschen händisch dran ruben. Dann, da sind so ein paar Sachen, die halt einfach händisch laufen, weil es automatisiert nicht geht. Aber ich sag mal, mit Korrekturen pro Sprache, mit 2, 3 Korrekturzyklen, mit Druck-PDF schreiben und vielleicht auch Plotabnahme 12 Stunden pro Sprache. Genau. Das war es eigentlich mal so zum Umbruchteil. Jetzt habe ich auch mal noch eine Tabelle, eine Sortimentstabelle, um zu zeigen, wie ist das in unserem System und was kann Komet da? Das dauert halt ein bisschen länger zum Aufbauen. Ich mache einfach mal eine neue Musterseite auf und dann habe ich hier einen Export von irgendeinem Sortiment. So, dann bauen wir das mal auf, weil das ist auch schon ein bisschen komplexer. Also hier geht es dann gleich, sieht man halt um Stücklistenbeziehungen in verschiedenen Dimensionen. Also Martin freut sich, wenn man nicht nur eine einzelne Stecknuss kauft, sondern gleich so einen ganzen Kasten. Und dann möchte man ja auch gerne wissen, was ist denn drin in so einem Kasten? Genau. Sieht erstmal ein bisschen wild aus, so kommen erstmal die Daten raus. Die Modellierung stimmt schon mal einigermaßen, da sind aber viele Sachen doppelt. Das ist einfach dem geschuldet, dass wir es gar nicht anders aus dem System ausgelesen kriegen. Aber da natürlich wieder, gibt es natürlich auch ein Skript für. Das braucht jetzt ein bisschen länger, weil es macht Folgendes, es geht über die Bilder, skaliert die Bilder über eine Liste. Hört sich komisch an, war ein bisschen Handarbeit, aber auch weniger als man denkt, weil die Sortimentsinhalte, die doppeln sich sehr bei HZ. Also ich habe dann einen Werkstattwagen, da ist dann wiederum diese Einlage mit den Schraubendrehern drin und daher sind die auch wieder in der Stückliste. Also da bin ich wirklich einmal händisch hergegangen, habe geguckt, jo, so eine Einlage muss die Breite so und so haben. Diese Bits müssen die Höhe so und so haben. Das ist eine Textliste einfach, die mit dem Skript verarbeitet wird und so werden die Bilder skaliert. Sieht man dann immer ganz schön, wenn ein neues Bild drin ist, was noch nicht in der Liste steht und das ist dann einfach ein bisschen größer als die anderen oder so. Das wäre so eine gute KI-Aufgabe. Ja, auf jeden Fall. Das wäre super. Hier sieht man auch, er hat ziemlich aufgeräumt. Also das wäre jetzt so eine Seite, so eine 99%-Seite, da ist zwar ein bisschen Luft drunter, aber da wird jetzt auch kein Füller hinpassen. Die wäre jetzt so fertig, würde ich mal behaupten. Also die könnte ich Martin Wilke vorlegen, die würde ich nicht um Ohren geschlagen kriegen. Nee. Das ist in Ordnung.
Einmal zu den Daten, da können wir uns das einmal noch angucken. Legen wir eine Zeit, das sieht gut aus. Also, müssen wir hier mal ein bisschen reorganisieren, um unser System mal daneben zu legen. So. Also dieser Hauptartikel, das ist dieser 0-717. Gewachsene Artikelnummern. Jetzt hoffen wir mal, dass es funktioniert. Ich bin nämlich hier in diesem wahnsinnig schnellen WLAN unterwegs. Also er greift live jetzt das Internet auf unsere Datenbank in Remscheid zu. Aber da ist nicht das Problem Remscheid, sondern da ist das Problem das WLAN hier, glaube ich. So, da sieht man, hier gibt es eine Stückliste. Also an diesem Artikel ist eine Stückliste gepflegt. Und das sind die Einlagen. Also das sind diese großen Einlagen hier, dieser 163-57-56 zum Beispiel. Und unser System schafft es quasi, diese Einlagen zu sammeln, aber wir können auch noch tiefer sammeln. Also wir sagen, gib mir mal bitte diese Einlagen oder die direkte Stückliste von diesem Artikel und gib mir dann bitte wiederum die Stückliste dieses Artikels und löse die noch auf. Das ist das, was da drunter ist. Also diese Einlage beinhaltet quasi hier diese Stecknuss 850. Das kann man natürlich hier im System auch ganz gut nachschlagen, wenn man es nicht verklickt, kann man das nachschlagen. Ich springe mal zu dieser Einlage in wahnsinnig schneller Geschwindigkeit. Ja, an der Stelle ist es einfacher, eine Folie einzubinden. Das stimmt wohl. Oder ein Stecker. Oder ein WLAN-Stecker zu haben. Ja, genau. WLAN-Stecker. Also was Christian gerade demonstriert, ist halt eben diese mehrstufige Auflösung von Stücklisten. Ich möchte ja nicht bei jedem Artikel pflegen, da ist mein Werkstattwagen mit Sortiment und der hat dann so und so viele Einlagen. In diesen Einlagen sind dann so und so viele Werkzeuge, sondern ich pflege das einmal, die Stückliste der Einlage und platziere diese wiederum halt eben beim Werkstattwagen. Genau. So, jetzt hast du die Stückliste da. Genau, die klappe ich gerade auf. Das dauert jetzt natürlich auch ein bisschen. Und dann sieht man auch, was passiert. Da sind natürlich Einzelartikel dran gepflegt. Also in dieser Einlage ist dann einmal 850-4, 850-5, 850-5,5. Ja. Das sind halt diese einzelnen Größen dieses Steckschlüssels. Und da kann ich natürlich wiederum sagen, ja, ich möchte es aber gerne gruppiert haben über irgendeinen Schlüssel. Und es ist halt wirklich so, er sammelt halt die Einlage, sammelt das Werkzeug der Einlage und gruppiert es dann über die Artikelgruppe. Über diese 850. Und ich wollte es auch aufrufen, um es auch zu beweisen. Hier sieht man es nämlich recht schick. Das sind diese einzelnen Steckschlüssel, die haben die Artikelgruppe 850, Größe 4, 5, 5,5, 6 und so weiter. Das bildet sich halt hier ab. Das ist das Schöne an den entsprechenden Artikelnummern bei HZ. Da sieht man es halt, das sind die Größen. Und dann kommen die nächsten hier, das ist die Artikelgruppe 8501 und da gibt es dann wieder verschiedene Größen, 3 bis 8. Bis dahin. Und dann kommt die 8503, das wäre dann der nächste und so weiter. Also so können wir ein komplettes Sortiment auflösen, ohne viel Probleme. Also das ist die Logik unseres Tabellenbausteins. Was du auch noch schön auflöst, sind halt eben diese ganzen Piktogramme, die wir da halt eben auch noch mit dabei haben. Das ist natürlich dann auch wiederum beim Artikel selbst gepflegt. Mhm. Also die Produktgruppe hat dann halt eben, das ist ein Innensechskantschlüssel oder ein Schlitzprofil oder wie auch immer geartetes Profil. Das ist bei uns als Text gepflegt und wird dann wiederum in einen Symbolzeichensatz übersetzt. Ja, sieht man halt hier, dann sieht man halt auch genau, wie die Antriebe und Abtriebe der Werkzeuge sind. Also da kann ich mit einer 6,3 ein Viertel Zoll Knarre hinten dran und vorne kann ich dann halt einen Sechskant 3 mm antreiben. Wäre es in dem Falle. Ich glaube, das war so der Einblick, den wir Ihnen gerne mal geben wollten. Ich hoffe, Sie fanden das genauso spannend wie ich, der da immer Christian manchmal zuguckt und sagt, ja, tut's auch gut. Wenn es noch Fragen gibt, gerne. Bitte. Das ist ja immer das Problem, also bei uns an Designer-Seite, dann heißt es ja,
ja, wie wollt ihr denn das Template haben, genau mit der Tabelle zum Beispiel. Ich kann mir bis zu einem bestimmten Grad vorstellen, wo die Probleme passieren, aber ab einem gewissen Grad passiert, was passiert. Das heißt, ich kriege dann ein Template gebaut und dann muss man wieder diskutieren, wie viel Möglichkeit habe ich selbst in InDesign die Sachen zu bauen oder auch Skripte zu schreiben mit Einarbeitung oder geht das alles nur als Dienstleistung? Nein, das können wir natürlich selbst machen. Also wir als AZ können das machen. Wir haben allerdings Christian als denjenigen mit dem größeren Know-how beauftragt und hat damals für uns diese Template-Programmierung übernommen. Ich kann aber eingreifen. A, über die Show-Values in MyView selbst. Und ich kann an den Print-Server selbst rangehen und die Template-Programmierung übernehmen. Das vielleicht. Also, ich bin ja der Teamleiter Professional Services, habe ich glaube ich vorhin nicht gesagt. Ich kenne also relativ viele Printprojekte von all unseren Kunden und da, wo das immer am besten funktioniert, ist ein gutes Miteinander. Also wenn beide Seiten verstehen, was da eigentlich passiert, weil natürlich bauen wir ihnen auch ganz viele so Templates, da verdienen wir ja auch Geld mit. Aber dann passiert genau das, sie haben nicht so genau ein Verständnis dafür, was kann ich jetzt eigentlich damit machen. Und deswegen machen wir das gerne zusammen. Also klar müssen wir immer ein bisschen in Vorleistung gehen, weil sie müssen ja erstmal verstehen, wie das funktioniert. Aber das Ziel ist es auf jeden Fall, dass, wenn wir das initiale Projekt abgeschlossen haben, dass der Kunde genauso in der Lage ist zu verstehen, was passiert denn da unter der Haube eigentlich. Jetzt vielleicht nicht bis auf das letzte Semikolon im Skript, aber so ganz grundsätzlich, dass man dann auch weiß, was man damit tut. Ja, da kann ich auch noch kurz was zu sagen. Also das Templating an sich ist halt recht einfach, weil es passiert wirklich in InDesign. Ne? Also ich ziehe einen Textrahmen auf, so wie ich es gesagt habe, mache einen Text da rein, markiere es und sage einfach, du bist Platzhalter 1. Ja? Und wir sagen in den Daten, ja gut, die Bezeichnung ist Platzhalter 1 und sobald ich das gemacht habe, habe ich in 2 Minuten ein Template gebaut, wo dann halt eine Bezeichnung rauskommt. Ganz kurz zum Hintergrund, bei unseren anderen Kunden oder unsere Intention ist aber eigentlich, tatsächlich die Projekte abzugeben. Also wir haben auch viele Kunden, die machen das selbst, die rufen dann mal bei Problemen an und sagen, na, da funktioniert irgendwas nicht, okay. HZ ist ein spezieller Fall tatsächlich bei uns. Wir bieten das natürlich als Dienstleistung an. Ich meine, ich mache das, glaube ich, seit dem zweiten Katalog für HZ und es hat sich einfach so etabliert. Also ich war ja auch vorher nicht bei MyView, ich war Schriftsetzer und habe Kataloge gesetzt und so kam ich ja so und HZ kenne ich oder Herrn Wilke kenne ich jetzt oder Martin kenne ich seit 20 Jahren oder so. Also ja. Seit meiner Ausbildung habe ich mit HZ zu tun. Also. Ja, vor manchen Leuten kommt man nicht mehr weg. Nein, also das hattest du eben schon mal kurz gesagt. Es ist ein bisschen abstrakt, diese Platzhalter halt eben tatsächlich zuzuordnen. Also es geht, dann steht da halt eben als Show Value Text 01 und ich muss halt eben wissen, okay, der Text 01 ist halt eben mein Basistext. Ja. Und dann gibt es halt eben einen Text 02 und das soll dann die Fußnote sein. Also man könnte das natürlich auch noch ein bisschen anders benennen, aber man muss es ein bisschen abstrahiert denken. Ich habe mir da einfach eine Tabelle gemacht, wo ich dann halt eben weiß, dass zu Text 01, das ist dann halt eben immer der Basistext. Ja. Man könnte sie auch umbenennen. Genau. Aber das ja, da ist halt gewachsenes Projekt. Ja, und dem Standard geschuldet. Also man kann natürlich, wir können auch die Platzhalter beeinflussen. Bloß wir haben halt dieses Standardprojekt, da schmeißt man rein und ich habe sie vorgegeben. Ich kann natürlich auch da Dateien bearbeiten, dann habe ich andere Platzhalter. Aber ja, Standard ist Trumpf. Halt. Also wenn ich jetzt meinen Chef fragen würde, also das muss ich jetzt auch einmal platzieren, dass wenn er das Video sieht, dass er sagt, jo, der hat über Standard gesprochen, der ist gut. Den behalte ich. Und ich auf Kundenseite kann das auch bestätigen. Lieber am Standard halten. Das Scripting selber, kommt es aus Print-Commit, kommt es aus InDesign oder ist es eine eigene Lösung? Das sind JavaScripte für InDesign. Also InDesign bietet es ja an. Da sind ja auch Beispielskripte bei, das ist einfach normales JavaScript für InDesign. Natürlich kann man die wiederum nehmen und als Gestaltungsregel in C-Skript bauen, dann funktionieren sie auch in Komet. Aber die sind mittlerweile so gewachsen, so ein paar möchte ich eigentlich auch noch da integrieren, als auch wieder ins Standardprojekt, dass andere das auch benutzen können. Aber ja, wenn man mal so ein Tabellenaufbereitungsskript in allen Fällen sieht, es ist gewachsen und das jetzt von JavaScript in C-Skript umzuschreiben, ist schon ein bisschen Arbeit. Ja, also das sind wirklich Erweiterungen auf InDesign-Seite.
Das bieten wir natürlich auch als Dienstleistung an. Wenn einer sagt, ich möchte nicht 800.000 Mal diesen Knopf drücken oder das, dann kann man dann natürlich auch meistens ein Skript schreiben. Und je nachdem, was ist, ja, ist es deutlich schneller, als 800.000 Mal einen Knopf zu drücken. Noch eine Frage. Ja, bitte. Das ist ja nicht die Print Suite. Ich weiß gar nicht, habe ich am Eingang quasi, weiß ich nicht, ob ich es erwähnt habe, das ist ein Print Server, das ist quasi unser Server und wir haben nur die Plugins im Einsatz. Also die Desktop-Plugins und die greifen via SOAP auf unseren Print Server zu. Das ist ein Tomcat und da liegt die XML drin und der bereitet das quasi auf. Ja, wenn keine weiteren Fragen sind, möchten wir drei uns, glaube ich, bedanken für die Aufmerksamkeit. Genau, Dankeschön. Dankeschön. Wenn jemand Interesse hat, ich möchte ihn nicht mit nach Hause schleppen.